Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play 17 auf der nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map, ohne Gräben, in der Version 1.5! Ja, genau, nach der Aufnahmesession für die gestrigen beiden Folgen. Wir haben jetzt direkt hier im Vorfeld die 1.5 raus, ohne Gräben. Und ja, ich habe natürlich gleich abgegradet. Wir sind also jetzt auf der 1.5 unterwegs. Mit allen tollen Funktionen, Vorteilen, was Nachteile gibt, weiß ich nicht. Sehen wir ja. So. Wir fahren jetzt erstmal hier zur Holzindustrie mit unserem neuen JCB und mit dem Anhänger. Die will ich ja fest da oben stationieren, dass ich dann da oben immer was habe zum Transportieren. Ich habe ja auch noch ein Glas Cargos gekauft. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich den Glas Cargos nicht doch noch irgendwie einfach so einsetze und mir hierfür noch einen anderen Truck kaufe. Quatsch, nicht Truck. Einen anderen Auflieger kaufe. Muss ich mal schauen. So, die Geschwindigkeit kann man mal ein bisschen hochsetzen auf mal 5. Was liegt heute alles an? Ja, hier erstmal Fahrzeuge verteilen. Produktion in Gang bringen und im Gang halten. Paletten verteilen. Wir wollen also auch dann die Käserei wollen wir in Gang bringen. Da müssen wir dann Sachen hinbringen. Sprich Paletten, Milch. Milch habe ich noch jede Menge. Da haben wir noch jede Menge im Kuhstall. So. Daran soll es nicht hapern. So. Mal gucken, was die Industrie hier macht. Wir haben leider nur ganz wenig Hackschnitzel hier oben gehabt. Weil ich auch nur noch ganz wenig Hackschnitzel im ja, ihr wisst, was ich sagen wollte. Nein, wisst ihr nicht, woher auch. So. Hier wird gearbeitet. Ja, die erste Bretterpalette ist fertig. Die können wir dann schon mal wegholen. Große Paletten. Also aufpassen. Müssen wir auch nur die erste nehmen. So, und abgeschaltet. Wo bringen wir die denn jetzt hin? Gehen wir jetzt zu den Holzscheiten. Was brauchen wir bei den Holzscheiten noch? Habe ich mit den neuen Produktionen noch gar nicht so auseinandergesetzt. Mal gucken. Anlieferung Paletten. Was brauchen wir denn hier? Wo erfahre ich das? Da. Leerpaletten. Baumstammpalette. Okay. Ja, dann macht es ja jetzt erstmal mehr Sinn, wenn ich jetzt hier erstmal die Palettenproduktion in Gang bringe. Und das andere macht dann ja im Moment keinen Sinn. So. So. Da haben wir es.
jetzt erstmal hier hin. Da steht er gut. So. Und wir fahren hiermit zur alten Holzindustrie. Und holen dann da mal ein paar Leerpaletten für die Käserei. Ich sehe nichts, deshalb eier ich hier auch so durch die Gegend. Hochgesprungen, nicht schön, aber selten. Und unsere Gelduhr läuft immer noch nach oben. Das sind Pellets, die wir verkaufen, die noch beim Heizkraftwerk standen, die noch nicht verkauft waren. Warum auch immer. Aber Geld können wir gebrauchen. Wir kaufen ja nun auch immer fleißig Fahrzeuge. Da ist es ja nicht weg, wenn man da mal ein bisschen Kohle dazu verdient, ne? So, da vorne ist Holz. So weit ist es auch gar nicht zur anderen Holzindustrie, wenn man diese Abkürzung, so wie wir gerade, durch die Obstfabrik macht. Durch die Obstplantage. So. Große Paletten will ich nicht laden. Ich will normale Paletten laden. Paletten. Und auch da. Paletten. Aber eigentlich nicht die angefangene mitnehmen. Muss ich mal eben hier runtergehen. Ausblenden. Naja, die ist ja jetzt fertig. Dann können wir die ja doch nehmen. Rumfahren. Das geht, glaube ich, schneller. Hier rumfahren. Ja, wir müssen hier unten auch anfangen. Wasser muss vernünftig verteilt werden. Der Wasserfahrkurs ist irgendwie komisch. Ja, geht viel schneller hier rum. Das andere wäre ein Riesenumweg gewesen, wenn ich anders rumgefahren wäre. So, guten Tag. Muss hier dann auch noch Wasser hin? Nee, ne? Was muss ich denn hier noch haben? Kartonpaletten. Ah, kein Problem. Haben wir. Lang und schmutzig. Leerpaletten. Ja, gut. Haben wir alles. Und hier. Milch. Mehr nicht. Alles klar, sehr schön.
Ja, fahren wir einmal im Kreis. Wir laden dann gleich noch ein paar Leerpaletten ab. Ne, da ist auch noch Luft nach oben. Aber wir haben schon mal was. Jetzt müssen wir gleich noch Kartonpaletten holen. Aber die habe ich noch im... Die habe ich noch in der Zellstofffabrik. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist gar kein Thema. Mann, die Zeit rennt. Ja, ich habe momentan so ein bisschen Laderuckler. Ich habe den Shader-Cache zurückgesetzt. Gestern, da kann das wohl mal vorkommen. Nicht schön, aber nützt im Moment nichts. Kann ich jetzt gerade mal nichts dran ändern. Ich weiß auch nicht, ob ich den überhaupt wirklich hätte zurücksetzen müssen. Aber ich habe es getan. Und ja. Nebenbei bemerkt, zu den Ballenlagern, wo ich ja dieses Tipps und Tricks Video zugemacht habe, wie man denn die Kapazität und auch die Anzahl der Spawnplätze erhöht. Da gab es ja immer noch Probleme, oder gibt es immer noch Probleme im Multiplayer. Sobald ich, also so war es zumindest bei allen Multiplayer-Server Installationen sozusagen, die ich jetzt probiert habe, war es so, sobald ich mehr als 127 Ballen von einem Typ eingelagert habe, funktionierte das nicht mehr. Konnte ich mich nicht mehr, also ich konnte die einlagern, das wurde auch angezeigt, ich kriegte die auch wieder raus, aber ich konnte mich nicht, ich konnte das Spiel nicht mehr laden, ich konnte nicht mehr dem Spiel beitreten. Wenn es im, ja, es lief auf dem Server, ich habe praktisch, war raus aus dem Spiel und bin dann später wieder, wollte dann wieder weiterspielen, wollte wieder dem Spiel beitreten. Das funktionierte nicht. Ich habe daraufhin die Alice Mod Company kontaktiert, habe da also erstmal ein Thread im Forum aufgemacht und war dann in direkten Kontakt mit dem Entwickler GTX. Hab ganz viele Sachen ausprobiert. Ich habe ihm verschiedene Logfiles geschickt von mir und kann jetzt sagen, ich habe jetzt von ihm eine Testversion der Skripte bekommen, wo er was geändert hat und bei mir läuft's jetzt. Ich habe jetzt auf dem Server mal ein Testspiel angefangen. Und habe 500 Ballen eingelagert, 500 Rundballen. Und ich kann ohne Probleme weiterhin jetzt dem Spiel beitreten. Und ja, funktioniert. Er hat mir darauf hingeschrieben, dass er noch jemanden hat, der das testet. Und wenn da der Test auch positiv verläuft, dann wird er diese Skripte veröffentlichen. Ja, wenn diese Skripte veröffentlicht sind, wird es von mir ein Video dazu geben, wie ihr die bestehenden Lager, die ihr schon umgebaut habt, wie ihr die anpasst. Das geht ganz einfach. Ihr müsst nicht euch nochmal das Lager komplett runterladen und alles nochmal machen, was ihr angepasst habt. Ihr müsst nur drei Skripte austauschen. Das geht ganz einfach. Aber ja, das Video, das mache ich dann erst fertig. Das würde dann auch freitags um 18 Uhr veröffentlicht. Also wenn er jetzt diese Woche noch die Skripte veröffentlicht, dann werde ich auch diese Woche noch, also werde ich jetzt Freitag ein Video veröffentlichen, wo zu sehen ist, wie das geht.
Wenn nicht, müsst ihr dann eben einfach nochmal eine Woche warten. So. Milch, Milch. Zurück zum Hof. Und ja, das war's dann für heute auch schon. Nicht viel passiert, aber ja. Wenn es euch gefallen hat, ja, wie immer, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, würde mich freuen. Folgt mir bei Facebook, Friesenjung13. Könnt ihr mir auch Kommentare oder Nachrichten hinterlassen. Da kriegt ihr auch Informationen, wenn irgendwie, was weiß ich, wenn ich schon weiß, dass ich einen Livestream plane oder wenn ein neues Video veröffentlicht wird von mir und so, dass diese Informationen erhaltet ihr dort alle. Ja, und ansonsten schaltet auch morgen wieder rein, wenn wir hier weitermachen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und sag ciao, bis morgen.